4 Millionen Menschen wohnen heute in Rheinland-Pfalz. 4 Millionen Neuzeitler. Wie viele Generationen schon vor ihnen hier waren, das war keiner zu zählen. Man weiß aber, dass schon vor mehreren tausend Jahren Menschen in unseren Gebirgen und Wäldern lebten, wie auch in den Ebenen des Rheins. Von vielen Generationen sehen wir auch heute noch die Spuren. Oft wurden sie nach Jahrhunderten wieder ausgegraben oder nachgebaut. Monumentale Zeitzeugen des grauenvollen Mittelalters. Wenige instand gehaltene Bauwerke des Barock erinnern nur an den Prunk zu jener Zeit, nicht jedoch daran, dass die meisten Menschen seinerzeit vollkommen verarmt waren. Selbst römische Spuren, die teils 2000 Jahre alt sind, findet man nach und nach immer mehr und bringt sie wieder ans Tageslicht. Doch über die Zeit vor den Römern erzählen nicht viele Funde, obwohl unsere Geschichte weit dorthin zurückreicht. Ein Volksstamm ist viel geheimnisvoller und grausamer als alles, was danach kam. Die Kelten. Wir wissen, dass sie schon 800 Jahre vor Christi Geburt bei uns sesshaft waren. Und das blieben sie auch fast ein Jahrtausend lang. Und obwohl wir nicht viel von ihnen finden, sagt selbst das einiges über sie aus. Das Volk vermied es wohl sehr bewusst, gesellschaftliche, religiöse oder ihre Tradition betreffende Inhalte schriftlich festzuhalten. Alles scheint gewollt mündlich weitergegeben worden zu sein. Die hohen Fertigkeiten der Kelten in der Kunst, Inhalte mündlich weiterzugeben, sowie die latente Schriftfeindlichkeit der Kelten sind durch mehrere antike Autoren belegt. Selbst Julius Caesar hatte darüber berichtet. Was man heute über das Volk der Kelten weiß, haben oft nur Nachbarvölker wie die Griechen oder Römer aufgeschrieben. Wo findet man heute noch Spuren des geheimnisvollen Stammes in Südwestdeutschland? In der Pfalz. Eine der größten Siedlungen der keltischen Welt wurde auf dem 687 Meter hohen Donnersberg gegründet. Die stadtartige Siedlung war von einer 4 Meter hohen Mauer umgeben. Aus den Originalsteinen, die Wissenschaftler hier gefunden haben, wurde auf wenigen Metern nochmal ein Bruchteil des Keltenwalles aufgebaut. Eine deutliche Erhöhung des Bodens, bis zu 6 Meter breit, zieht sich heute noch um den ganzen Berg. Hier überall stand die steinerne Mauer, die den Berggipfel umzog. 8,5 Kilometer lang. So groß wie 240 Fußballfelder war das Areal. Ungefähr 100 vor Christus haben die sich in befestigten Städten zusammengeschlossen und da war oben auf dem Donnersberg das drittgrößte Mitteleuropas. Das war ein Handelszentrum von Hessen und der Nordpfalz und da lebten zeitweise bis zu 8000 Leute. Und es umfasste ein Gebiet von 240 Hektar Land. Und das ungefähr 50 vor Christus wurde das planmäßig geräumt. Planmäßig geräumt bedeutet, es kam nicht zu kriegerischen Auseinandersetzungen. Man weiß nicht genau, warum sie weggegangen sind, aber man weiß, dass zu der damaligen Zeit vor Mainz ein großes römisches Heer lagerte. Mhm. Und da ist es wahrscheinlich immer wieder zu kriegerischen Auseinandersetzungen gekommen, sodass die Kelten irgendwann gesagt haben, sie gehen. Das weiß man auch deswegen, wenn es zu kriegerischen Auseinandersetzungen gekommen wäre, dann hätte man mehr Pfeilspitzen gefunden, abgebrochene Schwerter. So hat man hauptsächlich Keramik gefunden, also zerbrochene Vasen und Teller. Und daher weiß man, dass die dann irgendwann zusammengepackt haben und einfach weggegangen sind. Wieso findet man dann hier keine kompletten Gebäudereste? Ganz einfach. Im Gegensatz zu den Römern und uns heute bauten die Kelten ihre Häuser nicht aus Stein. Kelten lebten wie bei Asterix und Obelix in Fachwerkhäusern, deren große Dächer mit Stroh oder Holz bedeckt waren. Die nachgebaute Keltensiedlung in Steinbach am Fuße des Donnersbergs zeigt das anschaulich und sogar zum Anfassen und Experimentieren. Seit 2004 besteht die Siedlung, die kein Museum sein soll, sondern ein Ort zum Erleben und Selbsterfahren. Hier steht ein Dorf im Stil der Kelten mit Wachturm, Wohnhäusern und Palisaden. Das sind 20 bis 30 cm dicke, zugespitzte Pfähle, die bis zu 4 Meter hoch sind. Sie schützen das Dorf vor Angreifern. Wovon lebten die Dorfbewohner? Sie waren ganz klassische Bauern, betrieben Viehzucht und beackerten Felder. Auf den kleinen, umzäunten Äckern wurden Getreide angebaut, wie zum Beispiel Dinkel, Gerste, Hirse und Emmer. Letzteres wurden die meisten heute gar nicht mehr erkennen. Emmer nennt man auch Zweikorn. Das ist eine der ältesten kultivierten Getreidearten, die heute in Europa kaum noch angebaut wird. Außerdem ernährte man sich von Zaubohnen, Linsen und Erbsen. Des Weiteren waren Löwenzahn und Brennnessel auch damals schon heimische Pflanzen, die man verzehren konnte. Ebenso wie Rettich und Sellerie, Rüben oder Kohl.
Vieles über die Kelten kann man nur vermuten. Kannten Sie schon das Bier? Das lateinische Wort dafür ist Servicia. Es ist ein keltisches Wort. Also vermutet man, dass die Kelten das Brauen schon beherrschten. Verbreiteter scheint aber ein anderes Getränk gewesen zu sein. Der Honigmet. Ein Wein, der seit Jahrtausenden aus Honig hergestellt wird und dem Apfelsaft ähnlich sieht. Oft wird dafür heute sogar Apfelsaft zugemischt. Man hatte hier auch Haustiere. Dieser Begriff steht übrigens traditionell nicht für Tiere, mit denen man gerne kuschelt, sondern Vieh, das rund um das Haus gehalten wird. Das Rind wurde nicht nur zu Fleisch verarbeitet, wie wir das noch heute tun. Man erhielt von den Kühen auch Milch, Käse, Leder und brauchte sie zur Ackerbestellung. Hier halfen auch Hunde. Daneben nutzte man noch Schweine und hielt Schafe, um von ihnen Wolle zu gewinnen. Ein Wirtschaftszweig außerhalb des eigenen Hofes war der Bergbau. Dass man dadurch Salz gewann, ist heute eindeutig nachgewiesen. Da wir bei der Keltenzeit auch von der Eisenzeit sprechen, braucht nicht erwähnt zu werden, dass man hier auch Eisen benutzte. Da dieses in der Pfalz aber komplett abgebaut wurde, kann man kaum noch Spuren finden, die das Vorkommen beweisen. Sogar Stahl hatten die Kelten schon und waren in dieser Hinsicht den konkurrierenden Römern weit überlegen. Transportiert werden konnten die Metalle auf Wagen. Diese hatten bereits eine Drehlenkung und waren gefedert. Wie sah die Gesellschaftsverteilung in der Welt der Kelten aus? Die Männer waren eher fürs Grobe da, schlachteten Tiere, während Frauen eher zu Hause aufs Feuer aufpassten und das Essen zubereiteten. Die Rangordnung innerhalb der Familie war liberaler als bei den Römern. Frauen hatten weitgehend die gleichen Rechte wie Männer und konnten durch Wahlen auch hohe Positionen in der Gesellschaft erlangen.